Ich begrüße euch zurück hier bei The Witcher 2 Assassins of Kings. Wir machen direkt weiter. Und ihr müsst euch das mal vorstellen, ich will gerade in Ruhe die Aufnahme starten. Da fliegt erstmal, was weiß ich, für ein Flugobjekt über meinem Zimmer hinweg, über unser Haus hinweg und boah. Naja, okay. So, jetzt haben wir Ruhe und wollen hier The Witcher weiter aufnehmen. Übrigens, die Wasserreflexion ist mir beim letzten Mal schon aufgefallen. Sieht wirklich grandios aus. Und übrigens, wo ich gar nicht drauf eingegangen bin, Philippa hat ihre Augen verloren. Gerechtigkeit gibt es eben doch manchmal. So, hoch da. Warten hier weitere Truppen auf mich? Ich weiß es nicht. Gratuliere, Hexer. Das waren meine besten Leute. Da waren die aber nicht gut genug. Ja, hätte es bessere nehmen sollen. Nein, wir wollen Triss. Rück Triss heraus, wenn du dich nicht dazulegen willst. Du erstaunst mich. Wie kann man sein Leben für eine Hexe vergeuden? Ja, wir sind mehr als Freunde. Wobei, Geralt ist ja eigentlich hinter Yennefer her, ne? Also darf man auch nicht vergessen, die ganze Zeit lang spricht Geralt eigentlich pausenlos von seinem Verzehren nach Yennefer und wir... Naja, es passt aber jetzt besser in die Situation. Da ich die ganze Zeit so gesprochen habe von wegen Geralt und Triss, daher machen wir das jetzt auch. Sagen wir stehen uns nahe. Natürlich, du liebst sie. Darum riskierst du so viel. Aber du weißt nicht alles über sie. Wovon redest du? Deine Freundin und die anderen Hexen haben sich gegen eure Herrscher verschworen. Ja, das ist natürlich ein interessanter Vorwurf, den wir teilweise ja schon kennen. Woher weißt du das? Aus berufenem Munde. Ihrem. Und wie habt ihr sie zum Sprechen gebracht? Indem wir ihr die Aussagen der anderen Logenmitglieder gezeigt haben. Ich bin nicht überzeugt. Das ist unwichtig. Meine Leute haben unterdessen Verstärkung geholt. Vielleicht kämpfe ich dann endlich gegen Männer. Zeit, dir die wahre Macht des Kaiserreichs zu zeigen. Umzingeln! Es lebe der Kaiser! Ohne Marke wäre es ja auch viel zu langweilig. Nein, nein, nein. Oh, wie viel Schaden die verursachen. Wahnsinn. So, der Magier ist schon mal weg. Nein, 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 nein. Keine Armbrustbolzen, bitte. Nein, 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 nein. Boah. Um Gottes Willen, ist das alles eine knappe Kiste hier. Eine Schande für das Kaiserreich! Schildträger, nach vorn! Ja, ich habe ja nicht schon genug Probleme, ne? Oh Gott, dieser Armbrustschütze. Es sieht nicht gut aus. Es sieht nicht gut aus. Also ich bräuchte schon verdammt viel Glück, wenn wir das hier noch irgendwie hinbekommen wollen. Ja, ich darf mir keinen Treffer erlauben. Weil jeder Treffer tödlich wäre. Aber wir haben es hier mit drei Nahkämpfern zu tun, die alle durch ihre Schilde arg langsam sind. Das müsste eigentlich funktionieren. Vielleicht nicht gerade die mutigste Art und Weise, aber...
wie sagte man schon sehr, sehr oft in sehr vielen Spielen und Filmen, die Geschichte wird von den Gewinnern geschrieben. Und was zählt ist, dass wir hier gewinnen, nicht wie. Zumindest teilweise. Ich meine, ihr seid Zeugen, aber ihr wisst, was ich meine. So, den würde ich gerne loswerden hier, den. So, jetzt haben wir nur noch einen Gegner. Der dürfte uns hier auf keinen Fall treffen können. Das heißt, erstmal ein bisschen entspannt im Kreis laufen. Da sieht die ganze Sache doch schon deutlich angenehmer aus. Wobei ich mir vorstellen kann, dass man hier vielleicht sogar besser eine Falle anwenden würde. Ich habe den Kaiser enttäuscht. Das hast du. Das hast du. Nimm den Schlüssel ab und befreie Triss. Sehr gerne, aber erstmal plündern. Erstmal speichern. Um Gottes Willen, wir haben es geschafft. Schlüssel zum Gefängnis, zum Lager, Rüstung aus Vicovaro, Brief an Renaud App Matzen. Ich weiß, ich kann die ganzen Namen gar nicht aussprechen. Das tut mir echt leid, Leute. Ich bin furchtbar in sowas. Nilfgaarder Schwert. Kennen wir ja bereits. Ist auch genau das gleiche. Kleidungen. Plus 4. Oh. Ja, die ist ordentlich. Erhöht zwar nicht die Vitalität, aber trotzdem. Rüstung aus Vicovaro. Episch. Episch. Rüstung plus 1, Rüstung plus 2. Ich würde die aber auch gerne benutzen. Zeichenschaden erhöhen. Plus 26. Und hier, Vitalität plus 15%. Ja, Rüstung plus 27, besser als unsere Drachenschuppenrüstung plus 22. So, neue Rüstung, neues Glück oder so ähnlich. Ihr seht es ja, die Standard-Plündersache im Nachhinein. Wie gesagt, ich hoffe, wir können uns noch einmal in der Stadt frei bewegen, sonst wäre es ziemlich ärgerlich. So. Da unten ist dann wohl Triss. Die Frage ist, stimmt das, was er gesagt hat? Ist Triss eine Mitverschwörerin? Gehört sie etwa auch zur Loge? Das würde ich gerne herausfinden. Und ich denke mal, Triss ist die Beste, die uns die Fragen beantworten kann. Schema Falknerhandschuhe. Brief 3 von Fitz Osterlin an den Kaiser. Der dritte Brief. Zu Händen seiner Majestät, Pipapo. Wie eure kaiserliche Majestät es vorausgesagt haben, die Gespräche mit Hänselt waren äußerst schwierig. Er hat den Vorschlag rundheraus abgelehnt. Mehr noch, mir scheint, dass die sogenannte Loge unserem Vorhaben schon bald nicht mehr dienlich sein wird. Ah. Derzeit werden die widerspenstigen Zauberinnen vom Hexer Geralt gebändigt, doch meines Erachtens weiß Geralt schon entschieden zu viel. Wir werden ihn bald beseitigen müssen. Waren wir Teilmitglied der Loge? Wenn die Verhandlungen in den Lockruinen zu Ende gehen, werde ich eure kaiserliche Majestät umgehend über seine Resultate sowie über die Todesumstände des Hexers informieren. Das ist jetzt aber sehr interessant. Ich hoffe nur, dass ich das jetzt nicht ganz falsch verstanden habe. Wir gehen mal nachsehen, wie es Triss geht. Da hängt sie. Triss. Geralt? Hast mich wohl nicht erwartet. Machst du Witze? Hier kann man nur den Henker erwarten. Haben sie dich gefoltert? Sie haben alles Mögliche versucht, aber ich habe ihnen nichts gesagt. Bin ganz schön unterwegs gewesen, um dich wiederzusehen. Ich weiß, was dich das gekostet hat. Das vergesse ich dir nie, hörst du? Niemals. Das sehen wir in Switcher 3. Ja.
Hat dir die Loge nicht geholfen? Ich konnte dich nicht im Stich lassen. Oh, Moment, Leute. Boah, Entschuldigung. Gott, der Ausschlag auf meinem... Der Ausschlag bei Order City beim Niesen ist ja gewaltig. Entschuldigung. Ja, ich konnte dich nicht im Stich lassen. Für meine Freunde würde ich die halbe Armee Nilfgaards umbringen. Ich weiß, dass du der Loge angehörst, Triss. Woher weißt du von der Loge? Spielt das eine Rolle? Ich weiß auch, dass die Loge hinter dem Mord an Demavent steckt. Geralt, ich... Ich vertraue dir. Ich bin Logenmitglied, das stimmt. So wie 8 andere Zauberinnen. Aber wenn du meinst, dass ich für ihr Handeln verantwortlich bin, irrst du dich gewaltig. Die Loge der Zauberinnen ist längst zum Zwei-Personen-Theater von Sheila und Philippa verkommen. Soweit, dass du von den Mordplänen nichts wusstest? Soweit, dass ich zu den Versammlungen nicht mehr eingeladen wurde. Warum nicht? Sie trauten mir nicht mehr. Weil du nicht ihrer Meinung warst? 9 Frauen sind sehr selten einer Meinung. Das Problem war... War welches? Ich stand dir nahe. Wenn Sheila irgendwen fürchtet, dann Geralt von Riva. Die Loge tat, als fände sie unsere Freundschaft nützlich. Dann haben sie mich manipuliert und sorgfältig ausgewählte Informationen an dich weitergegeben. Sie haben sich die Tatsachen nach Bedarf zurechtgebogen. Wir stehen uns immer noch nahe. Sie könnten ja so weitermachen. Beleidige mich nicht. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich glaube unserer guten Triss, so blöd sich das anhört. Wir haben oft genug gesehen, dass sie auf unserer Seite war. Auch mit Sheila stand sie ja nicht gerade gut, als wir sie getroffen haben in Flotsam. Daher würde ich sagen, Triss ist ganz eindeutig auf unserer Seite und die Loge, dass die Loge nur noch aus Sheila und Philippa besteht, haben wir auch schon mitbekommen, da ja auch Philippa dafür sorgen wollte, dass Sheila da als Beraterin eingesetzt wird. Also es scheint wirklich alles zu stimmen. Beruhige dich, Triss. Renuald Epp Madsen behauptet zwar etwas anderes, aber wenn ich zwischen deinem Wort und dem eines Schurken aus Nilfgaard wählen muss, dann wähle ich deins. Und jetzt sagst du mir, was du weißt. Ich muss endlich die Wahrheit wissen. Nach dem Massaker von Tanith gab es lange kein Gremium für die Zauberer. Wir waren verstreut. Philippa beschloss, eine neue Organisation zu gründen, diesmal im Geheimen. Als ich vereidigt wurde, dachte ich nicht, dass die Loge ihre Pläne auch den eigenen Mitgliedern verheimlichen würde. Wie du weißt, ist Philippa niemand, der sich mit Kleinkram abgibt. Sie fasste den Plan, einen starken Staat zu schaffen, den die Zauberinnen kontrollieren würden. Wen wundert, dass Könige keine Zauberer mögen? Ja, die Idee an sich ist gut, aber wie man sieht, nicht umsetzbar, finde ich besser. Große Pläne sind schnell geschmiedet. Die Umsetzung ist ein anderes Kapitel. Philippa und Sheila hat es nie an Begeisterung oder Ideen gemangelt. Um einen starken Staat zu lenken, muss man erstmal einen schaffen. Man braucht einen reichen Landstrich und passende politische Verhältnisse. Und einen willfährigen Herrscherkandidaten. Sheilas Wahl fiel auf das Pontartal, Demavent und Stannis. Ja, an sich eine kluge Wahl, denn man hat ja gesehen, durch die Intrigen und so weiter, schien es ganz leicht, hier alles zu manipulieren. Das wäre auch meine Wahl gewesen. Demavent hatte nicht das Agentennetz von Henselt oder Radovid. Und auch keine Leute wie unseren lieben Vernon Roche. Auf einer Versammlung habe ich direkt gefragt, wie sie sich den Sturz Demavents denn vorstellen. Danach wurde ich nicht mehr eingeladen. Nach Demavents Tod wuchs mein Misstrauen, aber ich hatte keine Beweise. Philippa wiegelte mich ab. Als du zu deinem Treffen mit Jorvet gegangen warst und Sheila sich um den Kadaver des Kairans kümmerte, konnte ich zum Teil ihr Megaskop prüfen. So habe ich auch erfahren, dass Sheila mit Leto Kontakt gehabt hatte. Schade, dass ich das nicht wusste. Du hast mir das nicht gesagt. Wurde die ja nicht... Die wurde doch entführt, oder? Trotzdem schade, dass wir es nicht wussten, aber entführt wurde sie doch. Sie konnte uns das doch gar nicht sagen. Hätte ich das gewusst, könnte jetzt alles anders sein. Leto muss mir in Sheilas Gemach gefolgt sein. Er hat mich zum Teleport nach Vergen gezwungen. Hast du mit ihm gesprochen? Ja, aggressiv war er nicht. Er sagte in Vergen, dass Sheila sie mit dem Mord an Demavent beauftragt hatte. Die Hexer der Schlangenschule. Gemeinsam mit Sheila haben sie den Anschlag vorbereitet.
Wie kommt es, dass er dir davon erzählt hat? Ist das wichtig? Ich finde es seltsam, wenn Verschwörer plötzlich so ehrlich sind. Beim Teleport nach Edirne kam es zu Kommunikationsinterferenzen. Ich habe mir ganz schön wehgetan. Ich habe den Troll getroffen, der sich in dich verknallt hatte. Er hat mich gerettet, meine Wunden verbunden. Aber dann hat er mich wie einen Vogel im Käfig gehalten. Da bin ich ausgerissen. Ich wusste, dass Philippa in der Nähe war. Ich wollte zu ihr gehen und reinen Tisch machen. Vielleicht hatte Leto dasselbe vor. Da war nur eine fremde Frau im Haus. Ich dachte, sie wäre Philippas Dienerin oder ihre Geliebte. Bevor ich irgendwas sagen konnte, wurde ich mittels Magie überwältigt. Ich hatte keinen Angriff erwartet. Ich kann dir den Schmerz bei der Kompression nicht beschreiben. Als würden einem alle Knochen gebrochen. Die Dekompression ist noch schlimmer. Philippa wusste nicht, dass ihre Geliebte eine Spionin aus Nilfgaard war. Ich wurde nach Lokmuin gebracht. Asira hat mich dekomprimiert. Dann wurde sie ermordet. Schillard hat mich verhört, aber nichts erfahren. Wenn du nicht gekommen wärst, die hätten mich gevierteilt. Es ist mir erst hier im Kerker gelungen, mir einen Reim auf alles zu machen. Und du weißt nun Bescheid. Und alles klang sogar plausibel. Kannte Saskia die Pläne der Loge? Das ist eine gute Frage. Kannte Saskia die Pläne der Loge? Sie wusste nichts von ihrer Existenz. Sie hat Philippa geglaubt, dass die Zauberinnen den unabhängigen Staat im Pontatal freiwillig unterstützen. Saskia hatte die Unterstützung des Volkes. Und Philippa hatte Saskias Unterstützung. Philippa hat Saskia magisch unterworfen. Das war vorauszusehen. Philippa muss immer alles kontrollieren. Aber sie hätte nicht nach Lokmuin kommen dürfen. Radovid hat sie in den Kerker werfen und blenden lassen. Das ist doch nicht zu glauben. Ich war dabei. Ja, das war aber schon ziemlich gerecht. Ja, wer hat Foltest getötet? Leto? Wer hat den Mord an Foltest befohlen? Ich weiß es nicht. Vielleicht sind Sheila und Philippa nach dem gelungenen Anschlag auf Demavent gleich den nächsten Schritt gegangen. Das wäre dumm gewesen. Durch Demavents Tod war der Weg zur Herrschaft über das Pontatal doch frei. Ein Jahr und der Königsmord wäre vergessen gewesen. Freie Bahn für die Loge. Und es lag auf der Hand, dass ein Mord an Foltest ganz anders verfolgt werden würde. Von Leuten wie Roche zum Beispiel. Eins ist sicher. Leto hat Foltest umgebracht. Und Sheila hat mit ihm paktiert. Mhm. Ja, und was wollte Sheila jetzt eigentlich in Flotsam? Was war ihr wirkliches Ziel? Hast du erfahren, was Sheila in Flotsam getrieben hat? Sie wird ja wohl kaum auf ein paar Orens für das Ungeheuer ausgewesen sein. Natürlich nicht. Sie wollte Leto und Jorvet treffen. Was wollte sie von Jorvet? Die Skoyatel sind Saskias Trumpfkarte. Ich nehme an, Sheila wollte wissen, was die Eichhörnchen angesichts des Krieges mit Henselt vorhaben. Mhm. Naja gut, Jorvet haben wir ja eher getroffen als sie. Ja gut, das muss aber erstmal reichen, denn mehr Optionen gibt's ja gar nicht. Das genügt mir fürs Erste. Beim Gipfel erfahren wir mehr. Du willst dahin? Du hast vergessen, wie die Welt vor dem Massaker von Tanet ausgesehen hat. Ich weiß, wie die Welt vor dem Massaker von Tanet ausgesehen hat. Heißt das, du... Wir reden später über mein Gedächtnis. In Ordnung. Wenn es den Rat und die Kammer gegeben hätte, wäre es nie zu den Königsmorden gekommen. Es gäbe auch nicht dauernd Pogrome. Jetzt haben wir die Möglichkeit, diese Einrichtungen zu erneuern. Die können wir doch nicht ungenutzt verstreichen lassen. Die Regulierung der Beziehungen zwischen den Herrschern und den Zauberern in der Beraterrolle ist die einzige Chance auf Frieden. Und auf das Ende der Loge. Die Loge ist schon am Ende. Wenn die Könige erfahren, dass sie hinter den Morden stand, gibt es eine Hexenjagd. Das könnten wir verhindern. Die Schuldigen sollen bestraft werden, nicht alle. Ich gehe also hin und sage aus, was ich über die Umtriebe von Philippa Eilhardt und Sheila de Tankerville weiß. Dann lass uns gehen. Flieh mit Triss aus dem Lager der Nilfgaarder. Und genau so, wie Triss es gerade erklärt hat, finde ich es auch richtig. Und ich würde sagen, beim nächsten Mal steht uns eine sehr, sehr große Versammlung bevor. Es sei denn, wir dürfen noch einmal diese schöne Stadt hier erkunden. Ich habe da so meine Zweifel, aber hoffe dennoch, dass uns das gewährt wird. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier.
bei The Witcher 2. Ich habe ein bisschen Angst, dass das Spiel bald zu Ende geht und ich nicht mehr weiter erkunden darf. Das wäre ziemlich gemein, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Bis zum nächsten Mal, Leute.